Oh mein Gott, das Fahren wird auch noch bewertet. Ihr wollt mich verarschen, oder? Oh, ey, hier kann ich ja, hier kann man ja nur Fails in Millisekundenbereich sehen. Meine Güte. Da, aber Fahrzeuge darf ich sogar ran, ey. Ich darf die sogar ran, aber ich darf nur nicht außerhalb oh, der Strecke sein. Meine Güte, das war fies. Der wollte mich direkt rauskicken, aber kannst du vergessen. Oh Mann. Oh. Oh mein Gott, also ich sag's euch, ich glaube, ich mache so einen kleinen Freudenschrei, wenn ich hier wirklich Erster werde mit dem Handling. Oh mein Gott, ich bin pausenlos auf den Pfeiltasten, um hier das beknackte Handling von dem auch zu korrigieren. Das ist ja unglaublich. Komm schon, McLaren. Ich hab dich wegen einem bestimmten Grund gekauft und der war eigentlich in der Hoffnung, dass du ein guter Wagen sein solltest. Also bitte tu mir den Gefallen und sei das bitte mal. Oh mein Gott. Oh, ey, der will nicht, oder? Oh mein Gott, ich bin immer noch auf der Straße, ich glaub's ja nicht. Ist ja fast ein kleines Wunder, nicht? Geschweige denn, dass ich mit der Mary da vorne mithalten kann, ey. Also eben Tempo ist ja ganz gut bei McLaren, aber Handling, das geht ja mal gar nicht klar. Ich glaube, das habe ich auch schon oft genug erwähnt. Allein in diesem Part. Boah! Och man, ich hab's nicht berührt, ich war in der Luft, Mann. Ist ja voll fies. Das heißt, ich kann kein Gold mehr bekommen, oder was? Geht das jetzt nicht mehr? Ist ja voll die blöde. Voll das blöde Rennen hier. Ich wollte gerade sagen, voll die blöde Strecke, aber passt ja nicht ganz, oder? An der Strecke liegt's ja nicht. Ja, der selber fährt ja die ganze Zeit im Grün, Mann. Oh Mann. Das war Fail. Oh. Mann, ich krieg hier noch einen Schulterkrampf, wie oft ich hier. Ey, wieso bin ich Fünfter von sechs? Ist ja voll fies. Was soll denn das? Auf, weil, wegen meiner Fahrbewertung oder wie? Aber ist ja voll mies. Egal, ich zieh's jetzt trotzdem mal durch. Einfach damit ich so ein Gefühl für die Strecke bekomme. Ich bin jetzt trotzdem Erster. Fail. Ich glaube, ah ne, da war das wohl nur so ein Anzeigefehler vom Spiel. Oh mein Gott, ich bin vor ihm. Ich glaub's nicht. Nur noch zwei Checkpoints. McLaren, wir halten zusammen durch. Komm schon. Oh, das sieht nach gerader Strecke aus. Yes. 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 Oh, und tschüss. Ha. Und tschüss. So, aber jetzt kommt wieder mal eine derbe Kurve. Das heißt, richtig runtergehen vom Gas. Und nochmal durchstarten. Komm schon. Abstand. Ausbauen. Seht ihr, ich bin wieder. Ah, jetzt war ich wieder. Bin ich wieder Erster, sehr gut. Oh, gerade Strecke, ja, jetzt habe ich gewonnen. Außer das blöde Fahren versaut's mir jetzt auch noch. Also wenn ich jetzt. Yeah, ich hab Gold. Ey, was geht? Ich hab Gold, Mann, mit dem McLaren in der wohl kurvigsten Strecke, die ich seit langem gefahren habe. Boah, ey, ich kann mir jetzt selber auf die Schulter klopfen. Hört ihr das? Ja, falls ihr es nicht gehört habt, ihr könnt euch ein Schulterklopfen vorstellen. Habe ich jetzt gerade eben an mich selber gemacht, weil ich so stolz auf mich bin. Ja. So, so eine Ausliefermission. Ne, lassen wir jetzt mal für den Moment. Warte mal. Erstmal Rennen, die wir noch nicht geschafft haben. So. Da hat es ja noch einige. Was haben wir denn? Triumph-Zeitangriff. Das Jahr. Classic. Temporing. Nein, danke. Kawasaki! Ey, darauf hätte ich jetzt richtig Lust. Okay. Nein, wo ist die nächste Strecke, wo wir hinspringen können? Hier. Nee, das ist.
Ah, oh, das ist hier ganz in der Nähe. Ist gar nicht mal so weit weg. Ja, klar, dann holen wir schnell den Kawasaki und fahren ein bisschen mit dem. Das wird doch mal richtig cool. Können wir auch mal wieder Motorrad-Action hier zeigen. Sehr schön. So. Würde ich sagen, los geht's. Bisschen Motorrad-Action muss ab und zu auch sein. Ich habe sowieso den besten Kawasaki. Ah, das Silber, ich liebe es. Es sieht so genial aus. Und dazu noch mein Motorrad-Outfit, das sieht einfach nur hammergeil aus. Ey, der hat mein Kostüm geklaut. Oh, die sind beide blau. Sieht ja total nicht schön aus. Ich wollte jetzt gerade ein böses Wort sagen, aber ich hab's aus pädagogischen Gründen nicht getan. Oh Gott, gelb sieht auch so unglaublich dämlich aus. Oh, oh Gott. Oh, aber volle Kanne mit dem Kopf voraus. Oh. Ey, pass auf, was du machst. Mach das nicht. Pass doch auf, ey. So, volle Kanne um die Kurve, jetzt Vollgas. Boah, ey, das ist mal richtig cool. So ein Rennen habe ich vermisst. Und ich hätte es wie er machen sollen, weiter nach rechts, damit ich so enger links um die Kurve kann. Das war eigentlich schlau, muss ich sagen. Ja, und vorbei. Oder ich bin so eng in die Kurve. So. Oh, das war nicht schlecht. Oh, gerade Linie, sehr schön. Ha, Abstand gewinnen. Na, ihr kommt mir nicht hinterher, was? Ha, ha, ha. Ach, der Kawasaki ist so genial. Der Triumph kann da einfach nicht mithalten, finde ich. Also mit dem Kawasaki hier, ich liebe das Motorrad. Also ich habe ehrlich gesagt auch nicht vor, im echten Leben Motorräder zu fahren. Ich bin hier eher so der Autotyp. Aber wenn ich ein Motorrad kaufen würde, dann wäre es ganz sicher ein Kawasaki, weil, ach, der sieht einfach so... Erstens, der sieht so geil aus und zweitens... Ach, ich will einfach ein Kawasaki, so. Punkt. Ende der Diskussion. Boah, ja. Okay, passt alles. Oh Gott. Die sind aber ziemlich weit hinten, ey. 7,5 Sekunden. Ja, okay, fast 7,5 Sekunden. Der ist ja nicht so gut für euch. Boah! Oh Gott! Oh Gott! So, zurück. Gut. Ich habe jetzt übrigens, falls ihr es bemerkt habt, so ein bisschen... Was waren das für Stimmübungen? Egal. Mein Mikro ein bisschen anders positioniert, weil ich vom guten Abdul gehört habe, dass bei meinen Minecraft-Parts zum Teil, wenn ich lauter rede, so ein kleines Rauschen zu hören ist. Und boah, das wollte ich so auskorrigieren. Ich hoffe mal, man hört kein Rauschen oder so. Ich will ja euch ja gute Qualität präsentieren und nicht so ein Humbug. Das ist ja nicht so meins. Obwohl, eigentlich ist meine ganze Sendung hier Humbug. Aber ihr schaut sie euch trotzdem an. Deswegen sollte diese Humbug-Sendung wenigstens Qualität haben, oder nicht? Wenn schon der Content total für den Arsch ist, muss wenigstens die Qualität stimmen. Oh Mann. Kleiner Jump. Oh, 9 Sekunden, Mann. Boah, das war nicht so gut. 9 Sekunden. Ja, versucht mich mal so aufzuholen. Ich sag nur eins, viel Spaß. Vor allem, wenn ich jetzt so gerade Schreck habe und mein
Abstand nur noch weiter ausbauen kann. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Boah, boah, hat sogar mit dem Bremsen. Okay, nicht ganz gepasst, aber fast. So, noch zwei Checkpoints übrig. Das müsste doch zu schaffen sein. Wir könnten eigentlich sogar eine Abkürzung quer durch den Wald nehmen und es wäre eigentlich vollkommen egal. Links abbiegen. Vielleicht darf man einfach nur nicht zu lang außerhalb der Strecke sein oder so. Und dann wird man zurückgebeamt oder so ähnlich. Nee, die haben keine Chance mehr, ey. Halben Kilometer entfernt. Und geschafft. Ha, die Kawasaki-Trophäe ist unser. Sehr gut. Oh Mann, so viel Geld. Ist das schön, ist das schön. So, haben wir noch irgendwo ein schönes Rennen, was wir machen könnten? Oh, den Ford-Tag. Ey, das könnten wir doch mal machen, ey. Darauf hätte ich jetzt richtig Lust. War das nicht dieses Rennen, was ich gemeint habe, was es ist? Warte mal, wo ist sie? Ah ja, hier. So. Dann können wir gerade per GPS dorthin fahren. Ich hoffe mal, das ist auch der richtige Weg dorthin. Wenn nicht, dann müssen wir einen kleinen Umweg fahren. So. Können wir ein bisschen mehr von der Karte aufdecken. 9 Kilometer, meine Güte. Na, dann fahren wir halt die 9 Kilometer von mir aus. Ne, ich will nur schnell das freischalten, so. Okay, freischalten halt. Eröffnen und dann fahren wir halt die 9 Kilometer schnell. An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Ah ja, genau, gut. Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen fahren, könnte ich euch ja auch gerade die Frage stellen. Und zwar, hatte ich vor jetzt, ich müsste eben noch schauen, ob das qualitativ hinhaut. Habe ich, nee, warte mal, habe ich das nicht schon mal irgendwo erwähnt? Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo vorher schon mal erwähnt habe oder nicht. Ich habe langsam komplett den Überblick verloren, was ich euch schon mal gesagt habe und was nicht. Deswegen korrigiert mich, falls ich euch das schon gesagt habe. Und zwar habe ich die Idee gehabt, dass ich jetzt so ein bisschen öfter Livestreams mache oder so, wenn ich Zeit und Lust habe. Euch das vielleicht so... da war es nicht so gut. Egal. Dass ich euch das natürlich im Voraus irgendwie sage... Bescheid gebe. Deswegen lohnt es sich vielleicht, mich auch auf Facebook zu liken, weil dann kriegt ihr das auch sofort mit. Dann kann ich da einfach so eine kleine Nachricht posten, ja. Oh Gott! Was war denn das? Euch so eine Nachricht posten, dass ich habe Livestreame und so weiter. Ja, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Wollt mich nur informieren, ob das vielleicht eine gute Idee wäre, bisschen öfter live zu streamen, weil ich hätte persönlich auch ziemlich Bock drauf. Und wenn ihr auch Bock drauf hättet, dann schreibt mir in die Kommentare eure Meinung dazu. Boah. Ob ihr gerne Livestreams sehen würdet. Natürlich diesmal ein bisschen professioneller als meine alten, die waren ja ein bisschen, naja. Aber naja, das Interesse muss halt schon ein bisschen da sein, weil wenn da wirklich niemand kommt, dann ist es halt auch ein bisschen blöd zu streamen, oder? Deswegen würde mich nur interessieren, ob euch das interessiert. Was für ein komischer Satz, aber jetzt habe ich es doch gesagt. Boah! Oh Mann, so. Nun gut. 2,2 Kilometer. Oh Mann. Oh Mann, bam. Oh, was war das? Egal. Au. Was läuft falsch? Ganz ehrlich, was ist das? Sieht zum Teil schlimm aus, wie der sich rücküberschlägt. Ja, okay, zum Teil. Eigentlich immer. 1,5 Kilometer entfernt.
Und da wären wir auch gleich schon dort. So. Boah. Gerade so noch ausgewichen. Ich hab's. Und wir haben's geschafft. Unglaublich, wir haben's geschafft. Sogar an dem Tag noch. So. Dann machen wir das Rennen hier. Ich hatte das eigentlich recht leicht in Erinnerung. Deswegen, das Rennen habe ich früher immer gemacht, um Geld zu verdienen. Wieso ich das erst jetzt so richtig gesehen habe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich hatte es recht leicht in Erinnerung. Also mit einem vollgetunten VGT natürlich. Ne, warte mal, ich habe mich daran erinnert, dass ich auf dieser Geraden hier schon überholt habe. Komisch. Einen Fail-Start hingelegt? Naja, egal. Oh, geh weg, Mike. Dein VGT ist gar nicht so cool wie meiner. Meiner ist viel cooler, weil ich ihn fahre. Oh, yeah. Ah. Oh, so. Irgendwie noch gefangen. Aber jetzt... Oder war es jetzt hier? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich ja doch schon ein bisschen länger her. Was soll das? Was soll das? Ey, ich bin Dritter. Ich glaub's ja nicht. Mann. Komm schon, VGT. Zeig, was du kannst. Mach deinen Autofahrer stolz. Oh, Mann. Ey, das war ja echt schlecht. Ja, kein Wunder. Ich hatte ja noch gar keine Verbesserung. Ey, nee, wisst ihr was? Die Verbesserung mache ich jetzt noch schnell. Ja, fragt sich nur, wo die sind. Wo waren die denn nochmal? Hier, nö. Ferrari. Ach komm. Nein, wo sind die? Ich will mein Ford auftunen. Hä? Ne, irgendwo ging das, ganz sicher. Ich bin nicht paranoid. Ich weiß, dass es hier irgendwo war. Oder war ich hier? Ne, war mal hier in der Mitte vielleicht? Ne. Mann! Hä, wo ist denn der jetzt? Ne, der hier ist nicht. Hier hinten vielleicht. Ah. Das war fail, egal. Oh, sag bloß, den habe ich noch gar nicht. Hey, das kann doch gar nicht sein. Habe ich den wirklich noch nicht? Dann gucken wir so. Ah, eben, 4. Habe ich doch wohl einen übersehen. Also, Ferrari... Ne, hier ist nix, kein Ford. Farboid. Na egal. Oh, wir haben ihn wirklich nicht. Naja, egal. Dann lassen wir es für heute mal gut sein. Schnell noch alles hier zurück einstellen. So. Gut, das war mal wieder Let's Play Test Drive Unlimited 1. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und ja, man sieht sich hoffentlich im nächsten Part. Schreibt mir mal unter die Kommentare, was ihr eben von meiner Idee vom Livestream haltet. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part. Ich bin euer Mr. Sasuke63 und man hört sich. Ciao, Leute.